Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, heute mal mit einem ungewohnten Willkommensbild, aber das fiel mir dann gerade dabei ein, weil ich wollte euch noch etwas sagen, was ich jetzt leider viel, viel, viel zu spät herausbekommen habe. Ich habe da nie so drauf geachtet, habe natürlich immer dann die Gartenarbeit genommen, weil ne, das ist halt das, womit die Leute schneller leveln. Letztendlich und wo ich dann auch zusätzlich dann noch was bekomme, also da habe ich dann auch immer noch was von. Aber ich habe nicht gesehen, dass wir nun auch einen weiteren Button haben, nämlich die Zeitveränderung oder zumindest alle diejenigen, die das DLC haben, dass da die Zeitveränderung mit drin steht. Dein Begleiter kann mehr Schätze finden, während du die Zeit veränderst. Und ja, ich habe mir von einem anderen YouTuber sagen lassen, dass das wahnsinnig viel bringt. Also man bekommt wohl mehr Sand dazu. Also ich weiß nicht, ob immer oder hin und wieder mehr Sand dazu. Ich denke mal, das wird ähnlich sein wie mit der Gartenarbeit, dass das nicht unbedingt jedes Mal ist. Und man kann wohl auch mehr Schätze finden. Also steht ja auch hier drin, der Begleiter kann mehr Schätze finden. Ich denke mir mal, dass dann zwei Sachen rauskommen statt eins. Und da ich leider, leider ja keinen einzigen Begleiter mehr habe, womit ich das überhaupt machen kann, nehme ich das jetzt hier bei Daisy. Und damit sind wir dann. Oh, dadurch habe ich jetzt neue Kleidung freigeschaltet. Also dadurch, dass ich sie gelevelt habe, nicht wegen der Auswahl. Aber Daisy hat jetzt wieder eine neue Quest für uns, weil ich sie kurz hochgelevelt habe. Was gibt's Damit starten wir Neues? heute. Könntest du mir bei etwas helfen? Es ist für Donald. Klar, ich wette, er ist froh, dass du wieder da bist. Ja, das ist er. Und er ist so ein Schatz. Er hat mir sogar angeboten, mir zu helfen, mein Haus wieder in Ordnung zu bringen. Hallo, ich habe das perfekt wiederhergestellt. Ich will, dass alles perfekt für unsere Einweihungsparty ist. Ich habe seine Lieblingsknabbern dabei und unsere Lieblingsmusik. Ich habe sogar ein paar Mokkas im Jeremy bestellt. Aber Donald kommt jetzt vorbei und ich muss mich noch frisch machen. Ich frage nur ungern, aber könntest du die Mokkas abholen und zu mir nach Hause bringen? Lass mich raten, Remi hat Probleme damit und ich muss das dann selber machen. Wetten? Klar, dafür sind Freunde doch da. Danke, Gameplayerin, du bist die Beste. Und wenn du die Mokkas bekommst, bring sie bitte zu mir nach Hause. Meine Nachbarn sind einfach großartig. Ja, dein einziger Nachbar, also direkt der Nachbar, ist ja auch Donald. Mit dem ist sie ja zusammen, ne? Also da muss sie ihn ja auch irgendwie großartig finden. So, halt. Nicht weglaufen. Ich komme gerade zu dir. Wo bist du? Der ist so klein, den kann man nämlich. Hier Bleibst du mal stehen drüben. hier? Der ist so klein, den kann man Hey, leicht du bist übersehen. es. Lass mich raten, Gameplayerin. Du bist wegen Daisys Mokka-Bestellung hier. Bist du ein Hellseher? Ja. Man könnte sagen, ich habe es in meinen Schnurrhaaren gespürt. Bitteschön. Grüße Daisy und Donald von mir. Okay. Ich dachte jetzt echt, wir erlernen das jetzt oder so. Wir sind ein gutes Team. Ja. Klar, wir sind ein gutes Team. Dann porte ich mal wieder zurück. Wahrscheinlich gibt es jetzt hier Probleme. Weil normalerweise ist es ja so, dass man irgendwas machen soll und wenn man zurückkommt. Oh, hallo Ariel. Wenn man zurückkommt oder wie auch immer, dann gibt es Probleme und da muss man helfen. Ja. Was habe ich gerade gesagt? Oh, was ist hier passiert? Sprich mit Daisy und mit Donald. Mal schauen. Ja, hier erstmal die Mokkas. Ja, wen haben wir denn da? Oh, Gameplayerin, du hast die Mokkas mitgebracht. Das ist so lieb. Danke, dass du sie mitgebracht hast. Aber wie du sehen kannst, ist unsere Einweihungsdate ruiniert. Es lief so gut. Wir haben in Erinnerungen geschwelgt, gelacht und dann haben wir beschlossen, diesen Schrank gemeinsam zu bauen. Lass mich raten, Donald mit einem Hammer ist eine hammermäßig schlechte Idee. Und was ist dann passiert? Es ging alles so schnell. In der einen Sekunde hämmerte Donald zwei Bretter zusammen und dann rennte er durch den Raum und zerbricht alles, was ihm im Weg steht. Ich nehme an, er hat sich auf den Daumen gehauen. Ich fürchte, ich habe die Beherrschung verloren, bevor ich überhaupt gefragt habe, was passiert ist. Ich wollte nur, dass unser Date perfekt wird. Ja, warum baut ihr dann Schrank auf? Er muss ziemlich sauer auf mich sein.
Ich habe das Gefühl, dass Donald sich eher über sich selbst ärgert. Lass mich mit ihm reden, okay? Oh, das wäre fantastisch. Danke, dass du eine so gute Freundin bist, Gameplayerin. Lass dich bald wieder blicken. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Ja. Oh weh, seh dir dieses Chaos an, Gameplayerin. Und es ist alles meine Schuld. Ich wette, du bist hergekommen, um mich auszulachen, was? Ich bin nur hier, um zu helfen. Bist du das? Das ist fantastisch. Du siehst, Daisy und ich haben gerade ihren neuen Schrank aufgebaut, als ich mir den Hammer auf den Hand schlug. Sehr toll. Ich bin zurückgesprungen und über Daisys Werkzeugkasten gestolpert, stieß die Blumentöpfe um und verschüttete das überall. Das ist eine Sauerei. Ein gigantisches Durcheinander. Daisy muss wütend sein. Ich wette, sie ist wütend auf mich. Ja, ich hab's gewusst. Donald, es war ein Unfall und Daisy ist besorgt, dass du sauer auf sie bist. Warum fangen wir nicht an, die Sache in Ordnung zu bringen, indem wir aufräumen? Du hilfst mir? Oh Mann, danke. Ja, aber klar doch. Darf ich aber nicht. Ja, das ist toll. Was muss ich machen? Gießen oder was? Hilfe. Ich wollte gerade sagen, ich habe es nur noch schlimmer gemacht. Aber stimmt, ich muss gießen. Na gut. Dann, ja. Komme ich da dran? So. Ich kann die aber nicht weggießen hier, ne? Schaufel. Kaputt machen? Ja, aufheben darf ich sie ja nicht. Nein? Ich habe aber sonst nichts anderes. Ich kann nur gießen? Das funktioniert nicht. Ach, jetzt funktioniert die Schaufel doch. Hä? Die habe ich doch eben gehabt. Muss man manchmal nicht verstehen. So. Sieht wieder alles ganz toll aus. Hier bin ich. Genau dich wollte ich sehen. Sieh dir das mal an. Es ist makellos. Vielen Dank für deine Hilfe beim Aufräumen, Gameplayerin. Jetzt muss ich nur noch die Sache mit Donald in Ordnung bringen. Ich nehme nicht an, dass du für mich nach ihm sehen könntest. Ey, der steht einen halben Meter neben dir. Leute, redet miteinander. Das ist das A und O in der Beziehung. Ihr könnt doch nicht einfach zu eurer Freundin sagen, ja, ich habe ein kleines Problem mit meinem Freund. Kommst du mal her und redest du mal mit dem. Ja, ich weiß, die Quests sind so aufgebaut, aber ich werde so behutsam wie möglich sein. Aha. Das wäre perfekt. Er kann sehr sensibel sein. Das ist einer der Gründe, weshalb ich ihn liebe. Ich danke dir für alles, Gameplayerin. Du bist wirklich ein Schatz. Auf Wiedersehen! Ja, und ich muss aber auch ganz ehrlich zugeben, so eitel, wie ich sie schon als Kind in Erinnerung hatte, wirkt sie zumindest hier drin nicht. Danke, Gameplayerin. Danke, dass du Daisy beim Aufräumen geholfen hast. Ich wollte einfach nur ein nettes Date mit ihr, bei dem wir gemeinsam den Schrank aufbauen. Und dann, kabum, ich habe alles ruiniert. Daisy will sich versöhnen. Will sie das? Hurra! Ich muss etwas für sie tun, etwas Besonderes. Vielleicht eine Kreuzfahrt im Mondschein. Oder ich könnte ein Feld mit 1 Million Gänseblümchen anlegen. Oder ihr das beste Liebeslied aller Zeiten schreiben. Fangen wir mit dem Schrank an. Hey, das ist eine tolle Idee. Wobei ich den Schrank immer noch nicht sehe. Lass uns sofort loslegen. Wenn du die Pläne und das Werkzeug auftreibst, besorge ich das Material. Können wir das nicht anders machen? Ich werde in Zukunft immer die Pläne besorgen und die das Material. Das wäre für mich vielleicht günstiger. Oh Mann, Daisy wird so glücklich sein. Komm zu mir, sobald du die Materialien für den Schrank hast. Jetzt sag mir doch erstmal, was ich brauche. Och, du Scheiße. Teile zum Basteln auch noch. Oh, die habe ich aber nicht. Aber ich glaube, konnte man die nicht herstellen? Oh, sag mir bitte, dass man die herstellen konnte. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Da bin ich mir gerade echt nicht so sicher. Also. Ach so, ich muss die im Inventar haben. Ja, klar, ich muss sie ihm ja geben. Ich wollte jetzt schon was mit basteln gerade. Nee, klar. Ach so, Moment, das sind aber die Scherben. Die habe ich bei den Edelsteinen mittlerweile.
Traumscherben sind ja die hellen, ne? Genau. Da brauchen wir 5 Stück von. Zack. 4 Eisenbarren. Jetzt habe ich beides bei Sonstiges. Bin ja mal überlegen. Auf welcher Etage habe ich den Kram jetzt? Ja, das ist aber hier. Oh, gerade Eisenbarren, ey. Eisen ist was, was ich nie habe. Wie viel? Moment. Ah, nee, 4. Ach, ich dachte gerade schon, ich müsste 10 oder so. So, klar, ein paar habe ich jetzt. Ich habe bei Christoph noch welche geholt. Teile zum Basteln. Habe ich die irgendwo? Da sind die Flaschen drin. Hier, das ist leer. Das sind die Sachen, die man oben nicht drauflegen konnte. Hier, Teile zum Basteln. Habe ich nur 2. Das ist ganz schlecht. Aber ich glaube, man konnte die herstellen. Hartholz brauche ich noch 25. War das das hier? Ja. Okay. Das ist natürlich nicht so toll, dass man da gerade so viel braucht. Aber gut. Die habe ich zumindest noch, ne? Ach so, Holz ist, glaube ich, auch mit dabei mit diesen... Mit diesem Sauger, wenn man das auf höchster Stufe hat, dass das auch mit weggesaugt wird. Also eingesaugt wird. So, dann schauen wir mal eben. Wir brauchen noch 4 Teile zum Basteln. Genau, hier. Die konnte man herstellen. Aus Eisenbarren. Och, Leute. Warum immer aus Eisenbarren? Gerade Eisen habe ich nie genug. Eisen ist das, was mir immer am meisten fehlt. Ach, jetzt habe ich die Eisenbarren natürlich nicht mehr. Oh. Das war... Doch, das war bei Sonstiges, ne? Ja. Dann holen wir uns nochmal 4 Eisenbarren raus. So, da müssten wir jetzt aber alles haben. Bring die Materialien zu Donald. Achso, stimmt ja. Ich wollte gerade schon zu Daisy zurück. Aber wo ist Donald jetzt schon wieder? Mhm. Donald, hallo. Ach, der ist auch hier unten. Oh. War der vielleicht in sein Haus, dass ich den gerade nicht gesehen habe? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt lauf doch nicht weg von mir. Donald, hier. Sitz Platz bei Fuß. Ja, hier sind deine Sachen. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Danke, Gameplayerin. Das ist genau das, was ich brauche, um Daisys neuen Schrank fertigzustellen. Sie wird überglücklich sein. Brauchst du noch etwas? Nö. Ich muss diesen Schrank selbst bauen. Ich kann es kaum erwarten, ihn Daisy zu zeigen. Viel Glück, Donald. Während du das tust, schaue ich vielleicht mal, wie es Daisy geht. Die ist, glaube ich, gerade draußen, oder? Ja. Natürlich, sie rennt jetzt auch vor mir weg. Bleib doch mal stehen. Was gibt's Neues? Geht es Donald besser? Ich glaube, er ist noch viel glücklicher als vorher. Er wird deinen Schrank fertigstellen. Tut er das? Weißt du, er ist wirklich ein wunderbarer Freund. Jetzt muss ich nur noch die Sache mit der Gartenarbeit in den Griff bekommen, um etwas Schönes für ihn zu machen. Gartenarbeit? Ich wollte ihm als Entschuldigung einen besonderen Karottenkuchen backen. Ich habe ein paar Eier im Jeremie gekauft, aber ich brauche die frischesten Zutaten, um den besten Karottenkuchen aller Zeiten zu backen. Lass mich raten, ich muss das jetzt extra ernten. Lass mich die Zutaten für dich anbauen. Och nee, nicht auch noch anbauen. Obwohl... Theoretisch kann ich es anbauen und woanders abernten, oder? Das müsste ja auch gehen. Gartenarbeit ist eine gute Arbeit. Dem kann ich nur zustimmen. Und ich nehme jede Hilfe an, die ich bekommen kann. Das Rezept verlangt nach Weizen, Zuckerrohr und Karotten. Ich pflanze und ernte, was du brauchst, damit die Zutaten hey, besonders frisch was? Sind. Du bist das ist so lieb von dir. Danke, Gameplayerin. Ja. Mach's gut. Hm? Ohne Pflanzen wird es nicht gehen. Aber wir haben ja noch Trick 17. Das heißt, Zuckerrohr, Weizen und Karotten. Moment, Weizen? Wo habe ich den Weizen? Achso, Weizen ist hier.
3, 3 und 6 Karotten. Hier Weizen. So. Dann haben wir. Ich gehe mal davon aus, das ist der Weizen. Ja. Ach, das muss ich gar nicht pflanzen. Ach so. Aber ich meine, klar, jetzt wo wir das natürlich schon drin haben, ist ja logisch, dass wir die dann auch neu machen eben. So, ja, super. Dann, das war nicht das hier, ne? Das waren die 50er. Dann tun wir das direkt wieder weg. Dann Zuckerrohr. Das ist das letzte da hinten, oder? Dann müsste das hier drin sein. Genau, Zuckerrohr. Müssen wir wahrscheinlich dann auch nur 2 machen, weil dann mehr rauskommen in einen, nehme ich mal an. So, wenn ich hier was sehen würde. Oder auch nicht. Was habe ich denn jetzt geerntet? Doch, Zuckerrohr. Hä? Ach so, ich habe gerade auf die Karotten geachtet. Ach ja, okay. Gut, aber Zuckerrohr scheint tatsächlich nur eins abgeerntet zu werden. Ja. Warum nicht mehr, verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber gut. Ist dann halt so. Teilen wir nochmal eben in 3 auf. Zack. So, dann machen wir die neu hier rein. Ihr braucht noch nicht mal Trick 17, aber ich sag mal, wenn ich die hier schon wegnehme, ist ja klar, dann nehme ich die auch wieder neu. Habe ich überhaupt Karotten hier angepflanzt? Ich glaube, die habe ich jetzt gerade vergessen, ne? Oh, ich habe alles angepflanzt, aber keine Karotten. Oh nee, komm. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Und ich habe keine... obwohl, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich noch Karotten... Da gucken wir jetzt mal eben nach. Ob wir nicht eventuell noch Karotten hier bei oh, dass das auch immer hier im Weg rumhängen muss. So. Karotten bei... Na, wie heißt er jetzt? Bei Wolli. Eventuell finden können. Moment, ich gehe mal kurz dahin, bevor ich das nämlich wieder vergesse. Weil, das habe ich euch ja schon mal gesagt. Ich weiß jetzt schon, dass wir sehr gute Freunde sind. Stachelbeeren füllen so viel auf, dass ich davon gerne welche dabei habe. Und wenn ich dann mal hier rumlaufe und daran denke, dann sacke ich mir da immer noch mal welche von ein. Och, jetzt habe ich wieder was aufgenommen, was ich nicht aufnehmen wollte. Können wir die anderen beiden hier auch mal kurz aufnehmen, wenn ich die jetzt eh schon im Inventar habe. So, oh, 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 Christoph. Das heißt, jetzt hat sich das zurückgesetzt. Sehr schön. Alles klar. Wuhu. Weil als ich die erste Aufnahme gestartet hatte, alles klar. Alles mit der klar. ersten Quest mit Daisy, dann war das hier nämlich noch leer. Das heißt, ich kann eventuell auch noch mal zu Dagobert gehen. Er hat jetzt natürlich gerade keine, doch er hat eine Karotte. Die aber nicht zählt, oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Nee, weil ich das bei ihm raushole, zählt das jetzt nicht. Oh, das ist doch so blöd gemacht. Das ist wirklich einfach nur blöd gemacht, sorry. Sonnige Ebene, glaube ich, habe ich keine Karotten drin. Die sind ja von hier vorne. Es ist aber wirklich dämlich, dass ich die Karotten vergessen habe. Warum hier musste ist Chili ich den Morgen so, drin. So früh beginnen lassen? Ah, das ärgert mich jetzt richtig, dass ich gerade die Karotten gerade nicht drin habe. Das ärgert mich wirklich richtig. 6 Karotten müssen wir machen. Vor allen Dingen, jetzt habe ich den Wachstumsschub natürlich auch weg. So. Jetzt habe ich da natürlich die Lampe mittendrin. Achso, ich habe jetzt auch gar keine Karotten dabei. Moment. Müsste ich theoretisch welche kaufen?
Schön, dich zu sehen. Ja, Wow! Ich habe irgendwo... Habe ich noch in meinen Köfferchen? Ja, habe ich auch noch welche. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich, da werde ich jetzt nicht hinlaufen und das noch holen. Ja, es ist jetzt ein bisschen blöd, zugegebenermaßen. Machen wir hier noch eine Reihe. Das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8 wären das dann. Ja, je nachdem, wo ich die Laterne hinstelle, wenn ich die vielleicht ein bisschen zur Seite stelle, könnte ich hier vielleicht 10 mit ein bisschen Wohlwollen an ein Stück hinkriegen. Nur die zweite Reihe, die passt halt nicht mehr durchgehend. Ja, jetzt weiß ich leider nicht, wie lange es dauert, bis diese Karotten jetzt durch sind. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt auch ein bisschen nervig, weil ich natürlich jetzt nicht so die Zeit habe, zwischen den Aufnahmen dann immer so zu warten. Ich denke, das sind so ungefähr reale 20 Minuten gewesen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich muss es aber jetzt leider trotzdem weiterlaufen lassen. Das heißt, ich werde dann eine Folge weniger heute aufnehmen können. Wir sehen uns aber direkt jetzt für euch wieder, wenn ja, die Karotten soweit fertig sind. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder und wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht, wobei ich ganz ehrlich gesagt mal kurz hier reingucken würde, weil ich hoffe, aber es ist meistens nicht so, dass da Eisen drin war. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, ob man Eisen hier eigentlich bekommen kann. Aber gut, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Karotten. Ich, Idiot, habe natürlich die Karotten jetzt nicht mehr im Inventar, sondern fleißig weggemacht in der Zeit und habe dann in der Zeit noch ein bisschen mit diesen Sanddingern hier geschaut. Was natürlich nicht so clever war. Waren das jetzt 6 Stück? Ja, doch 6 Stück. Weil ich die ja natürlich nochmal nachernten, beziehungsweise... Was ist jetzt los? Hä? Ich habe doch gerade 6 Stück da rausgenommen. Was jetzt? Ach so, ich habe die aufgeteilt, aber nicht rausgenommen. Ach, ich dachte gerade schon. Ich wollte schon sagen, wollen die mir jetzt hier meine Karotten unterschlagen oder was? So geht das aber nicht. Ich habe da jetzt so... Was? Hä, wo ist mein Weizen jetzt hin? Hä? Wieso habe ich jetzt... Moment, wieso muss ich jetzt auf einmal 6 Weizen holen? Vorhin stand 3 drin. Und das war ja auch abgehakt. Ja, und hier kann man ganz genau sehen, dass irgendwas in der Quest sich verändert hat und dass es nun, ja, so eine Art neues Ziel gegeben hat. Ändert Daisy jetzt immer ihre Meinung oder was ist jetzt hier los? Jetzt bin, also da möchte ich jetzt aber wirklich mal meine Unterlagen angucken. Ich bin mir zu 100% sicher. Ja, hier steht auch nicht mehr, dass ich Weizen anpflanzen muss. Hä? Da oben steht aber jetzt, ich soll jetzt anstatt 4 6 Weizen machen. Aber wenn ich den anpflanzen möchte, steht nicht mehr, dass der in der Quest drin ist. Was logisch ist, weil ich hatte ja eben drin stehen, dass ich 3 machen muss. Mhm. Ich spreche die jetzt trotzdem vorsichtshalber mal an. Hallo? Ah. Okay, was brauchst du? Also das... Ich muss mir da tatsächlich die Aufnahme ansehen. Aber ich sag euch hundertprozentig, dass da oben eben der Weizen abgehakt war und die Karotten als einzige nicht abgehakt waren. Moment, wollte ich den Weizen denn jetzt? Hier vorne, ne? Ach, der ist auch schon wieder draußen. Donnerwetter! Sieh nur, was ich hier für tolle Sachen habe. Wieso ist der cool oder was? Das ist hier so grün auf dem Boden. Wow, du bist eine richtig gute Anführer für dieses Werk. Okay, ich brauchte jetzt nur 1 dafür. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt verwirrt. Also. Nur weil ich jetzt gerade ein paar Sachen über dieses Zeitding geholt habe, ist jetzt die Quest verändert worden, oder was? Ich verstehe es nicht. Ja, Daisy, bitteschön. Aber ihr habt ja auch gesehen, dass kein Quest-Symbol mehr dran war.
Und wenn ihr zurückspult, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass vorher eben auch der Haken drin war. Das sind die schönsten Karotten, die ich je gesehen habe. Sieh dir nur diese schöne Farbe an und die anderen Zutaten. Du bist eine Lebensretterin, Gameplayerin. Jetzt muss ich nur noch den Karottenkuchen machen, damit Donald und ich dieses Desaster hinter uns lassen können. Ich helfe doch immer gern. Vielleicht schaue ich mal nach, wie es Donald geht. Ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Ich traue ihn nicht mit dem Hammer. Naja, das auch. Ich bin jetzt mal ein bisschen neugierig. Du kommst wegen des Dramas und bleibst wegen des herzerwärmenden Wiedersehens, ich wette, oder? Ich bin der erste Halbgott, der dir begegnet ist. Ja, kind. Sowas in der Art. Wo ist Donald denn? Ist er noch da? Nein, nicht weglaufen. Hallo. Och, jetzt läuft er doch wieder weg, oder? Obwohl, na, es sieht so aus, als ob er jetzt da am Strand entlang läuft. Donald? Hallo, meine Süße. Da ist er. Ach, er ist am Angeln. Ja, dann. Oh Mann, Gameplayerin, du kommst gerade rechtzeitig. Ich habe den Schrank fertiggestellt. Er ist perfekt und gigantisch. Genau, was Daisy braucht. Und weil du mir so viele Materialien gebracht hast und ich so... und so eine große Hilfe warst, habe ich dir auch einen Schrank gemacht. Hier, als Dankeschön. Oh, cool. Der sieht aber gar nicht schlecht aus. Er ist bezaubernd. Du bist bezaubernd. Freut mich, dass er dir gefällt. Ich werde Daisy jetzt ihren Schrank geben. Warum kommst du nicht mit? Ja, klar. Er scheint die ja immer in der Tasche zu haben. Daisy, es tut mir leid, dass ich in deinem Haus ein Chaos angerichtet habe. Oh. Es tut mir leid, dass ich meine Beherrschung verloren habe. Ist wieder alles in Ordnung? Verzeih mir noch nicht. Ich habe dir noch nicht einmal dein Geschenk gegeben. Du hast den Schrank fertiggestellt? Oh, Donald, ich liebe ihn. Ich habe auch etwas für dich gemacht. Hier. Ist hier nur ein Stück. Wo ist der Rest vom Kuchen? Karottenkuchen! Oh, Junge! Willst du ihn mit mir teilen? Das ist dein Date. Das Oh, Junge kenne ich aber eigentlich nur von Mickey. Ja, Daisy. Alles zu deiner Zufriedenheit? Das hört sich zumindest so an. Dank dir ist alles wieder fabelhaft mit Donald, Gameplayerin. Wir sind glücklicher als je zuvor. Und wir sind so glücklich, dich als Freundin zu haben. Danke für all deine Hilfe. Lass uns bald Zeit miteinander verbringen. Jetzt muss ich erst einmal meinen neuen Schrank einräumen. Tschüss! Wir sind wirklich ein Spitzenteam. Ja, das stimmt. Aber ich muss sie jetzt wieder leveln. Das ist halt der große Nachteil daran. Ja, aber ich warte hier irgendwie noch darauf, dass sie noch was sagt. Ich weiß nicht warum. Aber wir sind jetzt mit der Quest auch am Ende. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal in der nächsten Folge, wenn ich es dann geschafft habe, Daisy noch weiter hoch zu leveln. Und ich hoffe inständig, sie ist jetzt, glaube ich, na, knapp unter Level 3 oder so gewesen. Ich hoffe inständig, dass es vielleicht in einem Rutsch klappen sollte. Es dauert halt immer so knapp eine Stunde, ne? Bis man dann die ganzen Level hoch hat. Aber ich sag mal, das ist es dann auch wert, weil dann kann man am Stück die Sachen aufnehmen. Ich weiß aber halt nicht, ob sie das wirklich schafft. Also ob ich es wirklich schaffe, mit ihr komplett auf 10 hochzugehen. Aber ich würde gerne ihre Questreihe erstmal komplett durchkriegen. Und wenn die dann durch ist, dann möchte ich gerne Monster AG machen. Die wollte ich ja eigentlich davor machen, aber da ich jetzt ehrlich gesagt so gespannt darauf war, was das hier mit dieser Boutique auf sich hat, tut es mir wirklich leid, da musste ich Daisy auf jeden Fall vorziehen. Ich werde mich da auf jeden Fall auch nochmal genau mit beschäftigen. Ich habe ja bisher noch nicht so wirklich viel erstellt. Wie gesagt, dieses eine Kleid war mal ein Versuch von früher. Aber ich denke mal, da lässt sich auch das ein oder andere tolle Teil mitmachen. Aber dazu brauche ich halt wieder ein paar Vorlagen mehr. Und dafür kommt dann Daisy wieder ins Spiel. Das heißt, ich werde mal gucken. Ich denke mal, dass man einmal am Tag hingehen kann und dann ihre Herausforderung machen kann. Und ja, dass man dafür dann halt das Geld bekommt. Vielleicht kann man es auch hintereinander machen, das weiß ich jetzt natürlich nicht.
Aber ich denke mal, das wird dann so ähnlich sein wie bei Dagobert und so weiter, dass es einmal am Tag ist. Ich muss auch mal gucken, dass ich einen richtig guten Platz hinkriege. Eigentlich wäre es wirklich gut, das neben Dagobert zu machen. Aber da müsste ich halt mal... Alles, was ich da aufgebaut habe, müsste ich da wieder etwas anders hinbauen. Und dann sieht das wieder komisch aus. Und das ärgert mich jetzt ehrlich gesagt. Aber gut. Gucken wir mal, wie ich das da am besten mache. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.